Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch blendend. Ich war heute einkaufen und deswegen teile ich heute einen Food Haul mit euch. Ich sag nur, die Erdbeersaison hat begonnen und ich würde sagen, wir legen mal los. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Als allererstes bin ich heute sofort in die Kräuterabteile gegangen, weil meine Zitronenmelisse war alle. Zitronenmelisse ist eines meiner Lieblingskräuter. Die habe ich immer im Garten oder immer im Blumentopf oder wo ich sie auch immer irgendwie einpflanze. Meine letzte Zitronenmelisse wurde draußen leider erst angeknabbert und dann aufgegessen und dann musste ich jetzt, ja, eine neue holen. Zitronenmelisse finde ich klasse und ich liebe sie und ich trinke sie sehr oft im Smoothie oder ich koche auch damit oder ich esse sie manchmal auch so. Aber gerade im Smoothie mit Himbeeren oder Heidelbeeren oder Brombeeren oder auch wenn ich so Melonengranita mache, dann packe ich die gewaschene Zitronenmelisse da immer rein, weil ich finde dieses Kraut einfach so kraftvoll und so lecker und es tut mir so gut. Allgemein sind ja Kräuter sehr interessant für die Ernährung und werden oft vergessen. Zum Beispiel wirkt die Zitronenmelisse positiv auf die Stimmung oder auch, wenn man sich manchmal so ein bisschen matt fühlt und so ein bisschen antriebslos, dann kann die so ein bisschen dabei helfen, das Gemüt wieder so ein bisschen in die Balance zu bringen. Außerdem schmeckt sie hervorragend und gibt so einen ganz tollen zitronigen Geschmack. Nicht übertrieben, aber so ein bisschen. Also ich finde gerade im Smoothie mit Beeren ist das wirklich eine klasse Idee. Ist so ein bisschen zitronig und sommerlich. Weiterhin kann die Zitronenmelisse auch bei starker Unruhe oder bei starker Nervosität helfen oder auch bei Magenverstimmung. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man die Zitronenmelisse super anwenden kann. Ich packe dir einfach mal so ein paar Infos in die Infobox, weil Zitronenmelisse gibt es ja praktisch in jedem Supermarkt oder in jedem Bioladen und ich finde gerade Kräuter total wirkungsvoll. Und deswegen habe ich die Zitronenmelisse auf jeden Fall mitgenommen. Dann natürlich auch frische Petersilie, davon brauche ich wirklich ein bisschen mehr. Und ich wollte demnächst auch wieder ein rotes Pesto machen und da passt natürlich frische Petersilie neben Basilikum perfekt rein. Und dann habe ich auch noch mitgenommen jede Menge reife Bananen, weil Smoothies werden hier sehr gerne getrunken, gerade jetzt, wenn es auch wärmer draußen wird. Meine Kinder lieben diesen Himbeersmoothie und ich habe auch neulich so einen Wassermelonen-Smoothie gemacht und das haben die Kinder sehr gerne gegessen. Außerdem habe ich Wassermelone mit Banane gemixt und habe daraus ein Eis gemacht oder ich trinke meine Smoothies auch gerne mit Banane, weil Banane ist natürlich ein bisschen süßlich und passt perfekt für die Grundlage eines süßen, leckeren Smoothies. Ich kaufe immer die ganz reifen Bananen, weil die sind perfekt dafür. Und dann kann ich die reifen Bananen auch noch super dafür benutzen, um Nice Cream zu machen, also um eine tolle Eiscreme zu machen für die Kids. Wir hatten jetzt ja schon echt ein paar heiße Tage und da ist es immer cool, wenn man so ein kleines Eis mal spontan machen kann. Und dann habe ich auch noch ein paar Äpfel mitgenommen, weil ich möchte demnächst auch mal wieder einen Apfelkuchen backen. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, ich mache einen Apfelstreuselkuchen nächstes Wochenende mal, weil ich wollte noch mal ausgedehnt Kuchen backen, bevor wir irgendwie umziehen, bevor es hier sehr unruhig wird. Falls du mit mir Apfelkuchen backen möchtest, ich packe dir das Rezept in die Videobeschreibung, weil ein gutes Apfelkuchenrezept kann man ja immer gebrauchen. Dann auch noch mitgenommen Gerstengras. Das ist sozusagen ein Nahrungsergänzungsmittel, was ich zurzeit super gerne einnehme. Ich rühre das in Säfte oder ich gebe das auch in den Smoothie. Da sind sehr, sehr viele tolle Nährstoffe drin. Das verwende ich hin und wieder sehr gerne, um meine Vitalstoffmenge so ein bisschen in die Höhe zu treiben. Enthält viel Folsäure, Vitamin K, Kalium, Eisen, viele Ballaststoffe und das wertet den Smoothie so richtig auf. Außerdem finde ich das auch ideal für diejenigen, die vielleicht auch generell grünes Obst und Gemüse nicht so gerne essen. Ich kenne zum Beispiel viele Leute, die ungern Salat essen, die ungern frische Kräuter essen und die einfach auch keine grüne Paprika mögen und die so ein bisschen auch Spinat und Grünzeug gegenüber so ein bisschen eingeschränkt begeistert sind.
da finde ich, kann das auch eine ganz gute Lösung sein. Ich esse nun gerne Salat und auch gerne frische Kräuter, aber hin und wieder verwende ich gerne Nahrungsergänzungsmittel, so wie Gerstengras oder Brennnessel. Alles natürlich auf ganz natürlicher Basis, aber das nehme ich hin und wieder schon mal zu mir. Ich habe auch damit ein gutes Gefühl, ich fühle mich total super und hin und wieder damit einen Smoothie aufzuwerten, finde ich total klasse. Jetzt sind sie endlich da. Sie waren ja heiß ersehnt, die Erdbeeren. Und sie schmecken schon richtig, richtig gut. Auf Bio-Erdbeeren muss man ja meistens so einen Ticken länger warten als auf die konventionellen. Und falls du Lust hast auf noch mehr Informationen auch zu Erdbeeren, ich habe darüber mal einen Blogbeitrag geschrieben. Den verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Das ist ein ganz zeitloser Blogartikel, an den ich zur Erdbeerzeit immer gerne erinnere. Und dort geht es darum, dass es manchmal auch besser ist, vielleicht keine Erdbeeren zu essen. Oder bei Erdbeeren wirklich auf eine sehr hohe Qualität zu achten. Weil leider ist diese Sommerfrucht eines der meistgespritzten Obstsorten überhaupt. Und da man sich so auf die Erdbeeren freut, vergisst man das immer ganz, ganz schnell. Deswegen lese dir den Blogbeitrag einfach mal durch. Danach bist du so ein bisschen in Bilde. Und wenn es geht, dann kaufe lieber weniger Erdbeeren und dafür von guter Qualität. Das geht mir auch immer so. Ich habe jetzt ein bisschen länger auch auf die Bio-Erdbeeren gewartet, obwohl ich überall schon Erdbeeren gesehen habe. Und Erdbeeren sind immer natürlich ein teures Produkt, aber es gibt sie meistens nicht so lange. Und ich kaufe auch lieber weniger Erdbeeren oder auch seltener Erdbeeren ein und dafür in Bio-Qualität. Aber lese dir den Blogbeitrag gerne mal durch. Auf jeden Fall habe ich viele Erdbeeren gekauft. Ich esse meine Erdbeeren am liebsten immer pur. Aber die Kinder mögen das natürlich auch gerne mit Joghurt. Mache ich auch so Erdbeer-Tartlets. Das ist auch ganz köstlich. So Erdbeeren als Kuchen und als Dessert. Ihr merkt schon, bei uns geht die Erdbeerzeit jetzt so richtig los. Ich habe jetzt auch demnächst wieder Eis eingeplant, also Eis am Stiel. Die Kinder sind da ganz wild drauf und ich kann das auch öfter mal essen. Und ihr merkt, wir sind voll im Erdbeerfieber. Aber die Saison muss ja ausgenutzt werden. Weil ich ja auch immer so viele Suppen koche, habe ich immer jede Menge Zwiebeln und Knoblauch und auch Chili im Haus. Das ist so ein Küchenbasic, das geht eigentlich hier nie aus. Und im Frühling, Sommer, Herbst und Winter, egal in welcher Jahreszeit, ich koche immer super viele Suppen. Weil Suppen sind super einfach und sind super gut vorzubereiten. Und wenn ich Suppe koche, mache ich immer mehr. Dann habe ich gleich für ein paar Tage so ein schönes, warmes Abendessen. Und gerade auch bei wärmerem Wetter finde ich Suppen ideal, weil die sind leicht, die sind schnell zu verdauen. Und die kann man sich zwischendurch immer mal warm machen. Und auch, wenn man Lust hat, mitnehmen. Auch eingekauft Kokosöl. Ich koche auch ganz gerne mit Kokosöl hier und da. Gerade bei asiatischen Rezepten verwende ich das super gerne. Aber das Kokosöl habe ich jetzt eher fürs Bad gekauft, also eher zum Abschminken und eher für die Körperpflege. Weil Kokosöl benutze ich auch sehr gerne zum Abschminken oder für die Hautpflege allgemein. Kokosöl hat ja auch so einen minimalen, leichten Sonnenschutz. Damit creme ich mich dann auch gerne ein, bevor ich irgendwie morgens rausgehe. Und Kokosöl macht meine Haut wunderbar weich. Ich bin ein großer Kokosnuss-Fan. Ja, und wer Kokosöl im Haus hat, kann sich damit schwuppdiwupp die Bodylotions sparen. Und auch zum Make-up entfernen passt das bei mir total gut. Ich mache das seit Jahren und ich habe überhaupt keine Reizung an den Augen. Das klappt bei mir total gut. Aber ich habe auch schon gehört, dass das bei einigen nicht so funktioniert. Also probier es aus. Entweder es klappt gut oder wenn du sehr empfindliche Augen hast, dann kann das auch mal nicht funktionieren. Ich habe da schon beides gehört. Aber ich gehöre zu der Fraktion, die es super liebt, sich mit Kokosöl zu pflegen. Schreibt mal rein, wie das bei euch aussieht. Benutzt ihr Kokosöl jetzt nur in der Küche oder steht bei euch mittlerweile auch so ein Pott im Bad? Ja, schreibt es mal runter in die Kommentare. Auf jeden Fall Kokosöl eingekauft. Dann auch noch mitgenommen ein Grundnahrungsmittel, Haferflocken. Wer eine Familie hat, der kauft bestimmt öfter Haferflocken ein. Ich kaufe meistens die Zartblatt-Haferflocken, die lassen sich spielend leicht zu Overnight Oats verarbeiten. Und gerade mit Erdbeeren schmeckt das hervorragend. Also es gibt demnächst hier Overnight Oats mit Erdbeeren, da freue ich mich schon jetzt drauf. Dann natürlich mitgenommen Spargel, weil die Spargelsaison möchte ich jetzt nochmal wirklich, wirklich für mich nutzen. Ich bin eigentlich jetzt schon traurig, dass es bald den Spargel nicht mehr geben wird. Ich weiß, wir haben noch ein bisschen, trotzdem
habe ich den Spargel so gerne zurzeit, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, den in ein paar Wochen nicht mehr zu essen. Aber gut, ich will hier nicht rumklagen. Ich nutze die Spargelsaison mal so richtig noch aus, mache nochmal so einen schönen Spargelsalat, esse nochmal Spargel schön mit Soße, mache nochmal Spargelpasta rauf und runter und dann verabschiede ich mich so langsam. Wie gesagt, ist noch ein bisschen, aber so langsam geht es schon so ein bisschen in Richtung Zielgerade. Dann habe ich auch noch jede Menge Kichererbsen eingekauft, weil ich möchte demnächst wieder einen Hummus selber machen. Wahrscheinlich den mit getrockneten Tomaten. Und falls du den noch nicht kennst, probiere den mal aus. Das ist eigentlich mein absoluter Favorit. Das Rezept packe ich dir mal in die Videobeschreibung. Auf jeden Fall schön viele Kichererbsen für meinen Hummus eingekauft und den werde ich wahrscheinlich demnächst hier zum Abendessen machen. Ich denke mal ganz stark, du hast auch schon Erdbeeren eingekauft. Wie isst du Erdbeeren am liebsten? Machst du Marmelade daraus? Hast du sie morgens im Müsli? Oder isst du sie einfach pur weg? Schreib es mal runter in die Kommentare. Und ich bin mal gespannt, wie lange diese Erdbeeren hier im Haushalt überleben werden. Denn wo meine Kinder sind, werden Erdbeeren ratzfatz weggegessen. Und nicht vergessen, lass dem Video gerne einen Daumen hoch da, falls es dir gefallen haben sollte. Und falls du auch noch mehr Tipps rund um die Ernährung haben möchtest, dann abonniere meinen Lady Landra Newsletter. Den versende ich nämlich wöchentlich und die bekommen nur meine Abonnenten. Und da erfährst du immer Interessantes und tolle Tipps rund um die gesunde Ernährung. Also klick dich mal in die Infobox, dort habe ich dir den Link zu meiner Webseite hinterlegt. Und wenn du Lust hast, tolle vegane und frische Rezepte zu kochen, dann empfehle ich dir mein Kochbuch Natürlich genießen. Dort gibt es 44 tolle Rezeptideen für Frühstück und Lunch. Also falls dir mal die Ideen ausgehen sollten oder du brauchst ein paar tolle neue Rezepte, dann klickst du dich auch in die Infobox. Dort habe ich dir auch den Link zu meinem E-Book nochmal reingepackt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich wünsche euch schönes Wetter und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder in meinem neuen Video.